Viele von euch schwanken zwischen dem Xiaomi Redmi Note 10S und dem Redmi Note 10. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. In der Kategorie Design sind beide Handys ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Merkmale. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das Redmi Note 10 mit 69:53 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 3,5% höhere Pixeldichte, Bildschirm ist immer an und hat Saphirglas-Display. Leistung. In der Kategorie Leistung gewinnt das Redmi Note 10S knapp mit 87:82 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 10,3% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, nutzt HMP, 34% höheres Benchmark-Ergebnis, 2 GB größerer Speicher und 100 MHz schnellere GPU mit Turbo-Speed. Das Redmi Note 10 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße und hat NX-Bit. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das Redmi Note 10 mit 68:67 Punkten haarscharf vorne. Es punktet hier mit folgendem Vorteil: Es hat eine Doppelobjektivkamera. Das Redmi Note 10S kann auch punkten mit folgendem Vorteil: 27% mehr Megapixel der Hauptkamera. Audio. Beim Punkt Audio gewinnt das Redmi Note 10 eindeutig mit 87:62 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: hat ein Radio. Akku. Bei der Kategorie Akku sind beide Handys ebenbürtig mit 61 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Eigenschaften. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften ist das Redmi Note 10 mit 82:78 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: benutzt eine 3D-Gesichtserkennung, hat Sprachsteuerung und hat ein Iris-Scanner. Das Redmi Note 10S hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: unterstützt NFC und 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Ergebnis. Sowohl das Xiaomi Redmi Note 10S als auch das Xiaomi Redmi Note 10 erreichen 69 Punkte. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Smartphones unter dem Video verlinkt. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.